Ja, willkommen, willkommen zu einem weiteren Telekonga-Video. Und gleich vorneweg, falls sich wer wundert, es waren doch immer zwei komisch merkwürdige Typen. Ja, richtig. Aber heute bin nur ich da, weil der Seibert hat gestern seinen Rosenkohl nicht gegessen. Der darf nicht mitnehmen. Aber keine Angst, beim nächsten Koop-Video ist er wieder dabei. Und bis dahin müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Und DK King of Swing, ein GBR-Spiel. Wir starten da auch gleich mal rein. Neues Spiel natürlich. Und Urwaldparty klingt schon mal super, allerdings machen wir erstmal das Abenteuer. Oh. Oh, da ist ja doch die Party. Ich hoffe, dass ich das bin. Yeah. Okay. Die Sau. Schöner Gesichtsausdruck von Cranky und Donkey. Hart, hart, hart. Ah, kennt man den Piraten, ne? Jetzt keine Beleidigung, oder? Waffen haben. Hat ein bisschen was von, wie hieß der? Tatanka aus Super Mario Land. Oh, Candy Kong auch da. Funky Diddy. Ja. Ja, auf geht's. Okay. Was geht? Drücke L und R. Okay. Ja, das ist ja schon mal. Jetzt bin ich schon Dschungelkönig, oder? Wir nehmen natürlich das Steuerkreuz zum Laufen. Aber irgendwie die Grafik ist schon nice. Ich hätte gern 2D Jump'n'Run. Nintendo, wenn du das hörst, bitte ein Jump'n'Run für ein 3DS von mir aus in der Optik. So. Hui. Okay. Okay. Linke Hand. Die linke und die rechte Hand des Teufels. Ah ja, okay, das kriegen wir. Das kriegen wir noch hin, wollte ich gerade sagen. Und dann. Gut. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel bisher noch nicht gespielt. Schande über mein Haupt. Es ist von 2005. Es wird Zeit für den nächsten Move und dass ich es endlich mal spiele. Auf die Tafeln, okay. Wrinkly macht es hier vor. Na ja, dann zeig mal Wrinkly. Ja, gut. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja. Ja. Will ich auch noch haben. Was hatte ich jetzt? Uns auch noch. Oder auch nicht, egal jetzt. Wir wollen nicht ewig Tutorial machen. Ihr wollt ja was vom Spiel sehen. Next Move. Über Bewegung in der Luft. Ja. Ja. Einfach lenken. Ja, kriegen wir gerade noch so hin. Sehr gut. Wir müssen darüber. So. Jo, hab ich. Oh, angreifen. Fässer zerbrechen, das ist gut. Das ist sehr gut. Fässer und Gegner zerbrechen.
Die werden an mir zerbrechen, die Gegner. Ach, die Musik, die hat schon was. Sie groovt so schön. Das sagt er irgendwie jedes Mal, oder? Ja. Okay. Ah, okay. Also Energie aufladen mit B. Ja, bitte, ich höre. Drückst du A, wenn... Okay. Bananenberserker, sehr gut. 20 Bananen. Wie viel haben wir? 25. Wow. Wow. Der fetcht ja richtig durch hier. Na. Gibt's da oben noch? Ah. Jetzt bitteschön, wie kommt der da hoch? Der will mich doch hier verbananen. Ja. Okay. Kristallkokosnuss. Ah, die kennen wir doch aus der grandiosen Computer-Fernsehserie. Donkey. Oh Mann, war die schlecht. Das war schon alles, was er wusste. Okay. Alter? Alter? Aber hallo. Vor allen Dingen die Bananen. Oh, es geht los. Da ist er. Okay. Bananenbungalow. Klingt eher nach Urlaub. Schauen wir kurz hier rüber. Da gibt es nichts. Hier das Hochspringen. Ja. Also, es klappt schon mal gut. Wir müssen natürlich sehen, dass wir ordentlich Bananas einsammeln, damit wir den, was hat er gesagt, Bananen-Berserker ausführen können. Er hat schon ein bisschen was von Extremsportler, so wie er springt. Ja. Der gute Donkey. Oh, halt fest. Yes. Also die Steuerung geht schön fluffig von da an. Man hat ja nur L und R theoretisch. Mit dem kann man fast das komplette Spiel, also jedenfalls das Vorwärtskommen steuern. Steuerkreuz kann man natürlich noch zum Laufen nehmen. So. Aber ansonsten kann man nicht viel falsch machen. Das krieg sogar ich hin. So, dann jump mal hoch. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals ausgelassen habe, das Spiel. Ich glaube, ich war etwas enttäuscht, dass es kein 2D-Jump-Run war. Nach den grandiosen Donkey Kong Country 1 bis 3 auf Super Nintendo gab es natürlich eine ewige Durststrecke, bis irgendwann Donkey Kong Country für die Wii kam. Ob bis dahin. Oh, nun ist aber. So. Bis dahin habe ich halt jahrelang auf ein neues 2D-Jump-Run mit Donkey gewartet. Und dann kündigen sie etwas an und dann ist es in Anführungszeichen nur so ein Schwingi-Spiel. Oh. Aber was hat er gesagt? Man kann auch die Feinde angreifen. Yeah! Oh! Habe ich gerade eine Kristall-Diamantene Köstlichkeit erhascht. Okay, machen wir mal jetzt. So, das war natürlich jetzt unheimlich unclever. Ich will aber da oben das haben. Ja, ja! Ist nicht euer Ernst. Dann ebenso. Das reicht auch nicht. Oh Leute. Warte mal. Ja, das nehmen wir natürlich noch mit. War natürlich clever, jetzt 20 Bananen dafür zu opfern. Oh, okay. Bananenbungalow haben wir geschafft und Kristallkokosnuss gefunden. Ich
denke, das ist ein fantastischer Zeitpunkt. Geht's weiter. Man, ihr könnt entscheiden, wo es weitergeht. Das seht ihr dann aber im nächsten Teil. Danke schon mal fürs Zusehen und wir schauen mal, was der nächste Teil bringt. Bis dahin, macht's gut.